Willkommen zurück zu Urban Empire. Wir sind hier in Neu-Dublin. Wir haben März 1989. Ich denke mal, die Regentschaft von Aidan. Aidan? Hieß er Aidan? Ja, Aidan Kilgannon wird bald vorbei sein. Und wir werden nun in die letzte Epoche übergehen. Aber ihr seht, wir müssen sparen. Wir haben hier ein ziemlich schlechtes Haushaltssaldo. Ich gucke nochmal eben, ob das jetzt hier vielleicht ein bisschen besser wird. Ja, es geht ein bisschen nach oben. Wir gucken mal, wie weit. Und ansonsten, den Leuten geht's gut. Müssen wir sparen. Das hilft nichts. Minus 206.000, da scheint es sich gerade einzupendeln. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Steuern erhöht haben wir das letzte Mal schon. Deswegen machen wir jetzt im Stadtrat, gucken wir mal, ob wir vielleicht Verordnungen wieder abschaffen können. Widerrufen, ja, das geht, okay. Es ging ja los mit solchen Geschichten. Hier könnten wir 10.000 einsparen durch den Accelerator. Hier können wir nochmal 50.000 einsparen, das sind dann schon mal 60.000. Ich glaube, das machen wir. Widerrufen das. Okay, da müssen wir auch drüber abstimmen. Oh, das wird eher nicht passieren. Dann können wir gucken, ob wir vielleicht die Babypillen widerrufen können. Aber ich denke auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Und dann müssen wir die Dienstleistungsfinanzierung noch wieder ein bisschen zurückschrauben. Oh, vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen weniger Gehalt kassieren. Das wäre ja schon mal was. Das Schwimmbad können wir wieder ein bisschen runternehmen. Klinik können wir wieder ein bisschen runternehmen. Da machen wir nochmal wieder 80.000. Gut, oh, die Kirche, die können auch wieder ein bisschen runter. Sportplätze. Mal gucken, wie viel Beliebtheit wir dann gleich verlieren. Aber wir leben derzeit einfach über unseren Verhältnissen. Ich glaube, der Park macht jetzt nicht so viel aus. Ja, das werden wir mal machen. Das sind 184.000, die wir einsparen können. Und dann gucken wir halt mal. Sonst ist sie halt nicht überall auf 10, die beliebt. Aber das ist dann halt so. Die Zufriedenheit. So. Oh, jetzt geht es auch wieder ein bisschen runter. Das Industriegebiet wächst hier so ein bisschen. So, und was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier den Tierschutz. Artgerechte Lebensbedingungen für Tiere. Die Mehrheit der Parteien ist dagegen, aber die Mehrheit der Stimmen. Alle Bürger, Nachfrage geändert für soziales Umfeld plus 3, aber es wird ja auch Bonus. Gibt es ja auch nochmal plus 5. Das sollte also nichts machen. Nationalrat entscheidet sich mit überwältigender Mehrheit für eine artgerechte Tierhaltung. Der Nationalrat hat heute mit einer überwältigenden Mehrheit von 221 zu 70 entschieden. Oh cool, das ist ja... neue Gesetze zu verabschieden, um für einen besseren Schutz der Tiere zu sorgen. Das konservative rechte Spektrum versuchte, diese Entscheidung abzuwenden, aber es gelang ihnen nicht, die anderen Ratsmitglieder auf ihre Seite zu ziehen. Es wird erwartet, dass durch dieses Gesetz im Laufe der nächsten 2 Jahre im gesamten Land die Preise für Nahrungsmittel steigen werden. Das finde ich cool, dass jetzt hier mit drin steht, wie das Stimmverhältnis war. Das ist das Wort. Berliner Mauer schwankt. Nach Jahrzehnten voller Unterdrückung von außen und im Inneren wird die freie Marktwirtschaft von den kommunistischen Ländern willkommen geheißen. Kernschmelze hatten wir, glaube ich, schon. Wie gesagt, ich denke mal hier 1990 ist dann Schluss mit der Epoche. Der traurigste Aspekt des Lebens zur Zeit ist, dass die Wissenschaft Wissen schneller sammelt, als die Gesellschaft Weisheit. Ja, habe ich doch gesagt. Ein Schrecken jagte den Nächsten. Der Zweite Weltkrieg endete nicht mit einem Triumph, sondern in einem weiteren Konflikt namens Kalter Krieg. Die Welt war in 2 Lager gespalten und stand permanent vor der Gefahr der atomaren Zerstörung. Das ist nun vorbei. Prestige von 2140. Die Stadtkasse hat 88 Millionen. Privatvermögen von 305.000 und eine Denkleistung von 206. Ja, und jetzt sind wir in Epoche 5. Zersplitterung der Werte. Bruna Kilgannon. Aidans Tochter Bruna ist wie der Rest der Kilgannons eine überzeugte Bürgerrechterin. Als Farbige liegen ihr die Rechte von Minderheiten besonders am Herzen, alles klar. Sie will das Bewusstsein in der Stadt vergrößern und beginnt ihre Karriere, indem sie 0,7% ihres Einkommens der Entwicklungshilfe zukommen lässt. Interessant. Bruna ist optimistisch,
Sie glaubt von ganzem Herzen an das Gute im Menschen. Alle Parteien wohlwollen plus eins und sie ist zynisch. Sie vertrauen niemanden und gehen bei anderen immer von Hintergedanken aus. Moment mal. Sie glauben von ganzem Herzen an das Gute im Menschen. Sie vertrauen niemandem und gehen immer von Hintergedanken aus. Ja, was denn nu? Also sorry, aber optimistisch und zynisch, das widerspricht sich aber mal sowas von. Ja, wir sind also eine ambivalente Persönlichkeit. Wenn die Welt... Oh ja, genau, das hatten wir schon auf den... Okay, gewählt ist jetzt die Partei des wahren Zwarelias. Die pazifistische Partei ist Geschichte. Vollständige Sendezensur ist veraltet. Veröffentlichung kommunaler Daten. Einführung des Polizeifunks. Unterstützung der Dämmung mit Asbest. Medizinische Datenbank. Lockerung von Kleidungsvorschriften, Gesetz zum Verbot von Bikinis, Verbot des Tragens von Hosen für Frauen und der Verbot von Lobotomie ist alles veraltet. So, wir haben jetzt hier natürlich wieder höhere Bedarf und das ist natürlich gut, dass wir jetzt hier die ganze Finanzierung ändern. Die Christdemokratische Partei Sverelias hat die Wahlen gewonnen. Oha. Die Grüne Partei Sverelias wurde mit 14% Unterstützung zweite. Wir starten mit einem Wohlwollen von plus 2. Mobiltelefone setzen sich durch. Der Aufstieg der Mobiltelefone markiert einen enormen Durchbruch für die Telekommunikation. Einige sind besser als andere. Neue Partei behauptet, Anhänger in ganz Sverelia zu haben. Die Partei hat null Unterstützung in den Kulturkreisen. Und es... So, wir lassen es natürlich bei Neu-Dublin. Sie sind die Tochter von Aiden, dem verstorbenen Bürgermeister von Neu-Dublin. Als schwarze Europäerin liegen ihnen die Rechte von Minderheiten am Herzen. Sie sind fest entschlossen, ihre Heimatstadt in ein strahlendes Licht der Humanität zu verwandeln. Sie soll die erste Stadt werden, die die Ziele der Vereinten Nationen für Entwicklungshilfe erfüllt. Auf welche Weise wollen sie die erreichen? Die Kosten dafür sollen von der Öffentlichen Hand getragen werden. Ich glaube nicht, die Privatwirtschaft wird ihren Anteil leisten müssen. Ja, definitiv, wenn wir mal so auf unser Geld derzeit gucken. Alles klar. Bonus auf persönliche Dienstleistung plus 2 und wir haben jetzt hier für alle Industrie Nachfrage plus 10%. Informationsfreiheit. Auf der ganzen Welt wird nach mehr Transparenz verlangt, wenn es um Informationen und Entscheidungen geht. Dies hat zu Gesetzen geführt, die die Informationsfreiheit regeln sollen. Auch in Sverelia wird eine entsprechende Gesetzgebung diskutiert. Natürlich wird dies auch zu großen Veränderungen führen. Wie sollte sich Ihrer Ansicht nach die Stadtverwaltung darauf vorbereiten? Die Mitarbeiter sollen schon mal darauf vorbereitet werden. Die Betriebskosten des Rathauses werden erhöht. Alle kommunalen Einrichtungen erhalten einen Qualitätsbonus. Oder es sollte sichergestellt werden, dass alle Dokumente in digitaler Form vorliegen. Die Betriebskosten des Rathauses werden leicht erhöht. Alle kommunalen Einrichtungen erhalten einen Effizienzbonus. Ja, dann machen wir doch den Effizienzbonus. Tatsächlich Effizienzbonus und plus 5% Kosten. So, dann Änderung der Finanzierung. Das kommt durch. Also wir werden jetzt deutlich weniger Geld ausgeben. Das sollte dann hier wieder ein Plus zur Folge haben. Aber hier geht es dann wahrscheinlich gleich auch ordentlich runter. Dann medizinische Datenbank. Ist doch eigentlich jetzt veraltet gewesen, dachte ich. Auf jeden Fall stimmen die Leute dafür. Okay. Und zack, jetzt sind wir hier wenigstens wieder im Plus. Und die Werte sehen immer noch gut aus. 10.000, oh, jetzt geht's wieder runter, super. Den Accelerator wollen wir wieder rufen, das wird aber nicht stattfinden. Schade. Ja. Und dieses Gesetz, das wird vielleicht widerrufen. Ja, es wird widerrufen. Gesetz zur Unterstützung der Industrie ist damit gekippt. Hiermit wird der Antrag gestellt, dass Homosexualität nicht mehr als Krankheit angesehen werden soll. Das müssen wir natürlich unterstützen, das ist ja ganz klar. Ne, Minderheiten. Rat tagt über Status von Homosexualität. Darüber, ob Homosexualität als Krankheit eingestuft werden sollte, entbrannte heute im Nationalrat eine Debatte, die noch vor einige Wochen andauern wird und in deren Verlauf auch Experten der Gesundheitsbranche und der Kirche zu Wort kommen werden. Es gibt nur einen natürlichen Weg, Nachkommen zu zeugen, und das ist die normale Heterosexuelle, sagte ein Ratsmitglied.
UdSSR fällt, Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten sind im Keller, technologische Innovationen sind schwach. Hält die UdSSR zusammen? Ich denke nicht. Oh, 53.000. 64.000. Jawohl, es geht wieder aufwärts. Bruna bringt die Finanzen in Ordnung, nachdem ihr Vater ja gut vorgearbeitet hat. Die Freiheit einer Nation kann nicht allein durch Gesetze gewahrt werden, sondern auch durch das Licht, das von dieser Nation ausgeht und durch das Wissen, wie die Gesetze umzusetzen sind. Okay, wir haben zwei neue Gesetze, die gucken wir uns gleich an. Außerdem gibt es jetzt Informationsfreiheit, das erhöht das persönliche Wachstum aller Bürgerinnen und Bürger und erhöhte Bürokratie, dies erhöht die laufenden Kosten der Stadt. Das ist ja fantastisch. Ich würde trotzdem sagen, wir machen erstmal Epoche 4 fertig. Das ist ja eh nur noch eins, wenn ich das richtig sehe, fehlt uns nur noch der kulturelle Austausch und das ist für Brune natürlich extrem wichtig. Dann gucken wir mal in die Verordnungen rein, was wir hier Neues Schönes bekommen haben. Gesetz über die Informationsfreiheit. Es sind öffentliche Stimmen laut geworden, die nach mehr Transparenz bezüglich der politischen Entscheidungen der Stadt rufen. Ein Gesetz über die Informationsfreiheit ist in Planung, um zu zeigen, dass Kontrollmaßnahmen vorhanden sind und auch angewendet werden. Selbst wenn es nur möglich sein sollte, Informationsmaterial zu Entscheidungen bereitzustellen, die schon vor längerer Zeit verabschiedet wurden, wäre dies in den Augen der Öffentlichkeit bereits eine große Verbesserung. Wohlwollen der liberalen Partei würde steigen. Konservative Parteien minus 2. Alle Bürger, die konservative Parteien wählen, erhalten einen Dienstleistungsbonus von minus 2. Ich sag mal so, Wohlwollen können wir ganz gut gebrauchen. Und Informationsfreiheit? Wir machen das einfach mal. Wenn es nach der Transparenz bezüglich der politischen Entscheidungen in der Stadt rufen, ein Gesetz über die Informationsfreiheit ist in Planung zu zeigen, das Kontrollmaßnahmen. Ja doch, ich würde sagen, das machen wir. Dann haben wir noch Urheberschutz. Aufgrund neuer Erfindungen wie dem Radio und dem Fernsehgerät stellt sich die Frage nach der Bezahlung von Künstlern auf eine neue Weise. Selbst wenn es kein materiell fassbares Produkt gibt, sollten Künstler trotzdem für ihre Arbeit entgolten werden. Das würde uns pro alle kommunalen Einrichtungen würden teurer werden. Um 0,1. Dafür profitieren Filmproduktion und Buchveröffentlichung davon. Ja, wir müssen aktuell ein bisschen sparen, was monatliche Ausgaben angeht. What? Wieso ist denn das jetzt schon wieder im Keller? Das verstehe ich schon wieder nicht. Hunger in Somalia. Der Bürgerkrieg in Somalia hat die Region in Hungersnöte gestürzt. Man geht davon aus, dass Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende sterben werden, wenn die internationale Gemeinschaft sie nicht bald unterstützt. Was tun sie? Wir schicken Hilfe. Oder sie sind sicher, dass ihre Bürgerschaft helfen wird. Und ich werde selbst auch noch einen finanziellen Beitrag beisteuern. Nein, wir werden Hilfe schicken. Das kostet uns 200.000. Ja gut, das ist nicht so viel. Und, oh, soziales Leben plus 2. Das ist gut. Das können wir gebrauchen. Aber wieso ist das jetzt schon wieder so abgestürzt? Das verstehe ich nicht. Und es geht weiter runter ins Minus. Hohe Sicherheit in Hackthorn. Diebstähle und Überfälle kommen in Hackthorn kaum vor. Die Bewohner schließen ihre Türen nie ab und fassen schnell Vertrauen. Ja, ist eine tolle Sache, ne? Ganz klar. Ah, wir sollten vielleicht nochmal wieder über eine Steuererhöhung nachdenken. Das kann sein, dass es jetzt die erhöhte Bürokratie ist, die uns da jetzt so reinhaut. Ja, das ist seltsam, dass das so auf einmal so zack, so Unternehmen, ihr müsst ein bisschen mehr bezahlen, fürchte ich. Ja. Da kriegen wir 232.000 mehr. Ich hoffe, das geht durch. Das sieht gut aus. Ja, die Christdemokraten, die haben die Partei, haben halt die Wahlen gewonnen. Das ist nicht gut für uns, weil die irgendwie immer ständig entgegengesetzter Meinung sind hier.
minus 177.000, minus 169.000. Na gut. So, Gesetz über die Informationsfreiheit. Oh, und die wird abgelehnt werden. Da hätten wir ein bisschen Einfluss nehmen müssen. Das werden wir vielleicht nochmal probieren. Ist ja interessant. Das waren mit der Mitte. Ach, die haben alle 9. Ah, alle haben 9 Sitze, alles klar. Ja, dann warten wir einfach, bis die ersten Wahlen durch sind und dann können wir das nochmal probieren. Steuerung ändern. Die wird durchgehen. Wunderbar. Oh, plus 2% erhöht von beiden und das bringt uns, zack, sofort ins Plus. Das ist ein bisschen schade, dass wir da jetzt so auf dem Zahnfleisch gehen, was das monatliche Einkommen angeht. Also bei sowas kann man dann halt versuchen, Steuern zu erhöhen, beziehungsweise dann die Ausgaben wieder so versuchen, so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und wie gesagt, das hier sieht super aus, das Rad des Lebens. Man muss sich gleich von Anfang an das beste Wissen aneignen, und zwar ohne zu zögern. Es ist der Gipfel des Wahnsinns, etwas zu lernen, das man später wieder vergessen soll. Okay, wir haben jetzt eine neue Verordnung, das Austauschprogramm. Wir können Austauschprogramm mit Rotterdam, denke ich mal. Wir können die Universität upgraden, das sollten wir machen, und Sportgeschäfte gibt es jetzt. Ja, und damit haben wir die Epoche 4 vollständig erforscht. Das heißt, forschungsmäßig stehen wir auch gut da. Und gucken doch mal, was wir als nächstes machen können. Wir können das Internet erforschen. Digitale Archive, Peer-to-Peer-Netzwerke, Musikspieler und die Filmindustrie hatten einen Malus auf ihren Absatz. Informationssicherheit, ein Rechenzentrum könnten wir bauen für Bildung. Sicherheitsmaßnahmen für Big Data. Verbesserte Sicherheit. Genetik würde gehen. Menschliches Genom. Gesundheit aller Bürger wird verbessert. Das brauchen wir gerade nicht unbedingt. Nachhaltigkeit. Bestimmung für die Hafenumgebung. Großer Park. Ach komm, wir machen mal. Oder gleich. Oh, Gleichbehandlung. Eigentlich müssen wir Gleichbehandlung machen. Also, ne? Wir sind ja hier. Genau darum geht es ihr ja, deswegen machen wir Gleichbehandlung. Der Zweite Weltkrieg hat Europa verwüstet und traumatisiert. So etwas darf nie wieder passieren, halt es durch die Straßen von Paris bis Budapest und von Berlin bis Helsinki. Damit es auch tatsächlich nicht geschieht, hat Europa drastische Maßnahmen ergriffen, um enge Verbindungen zwischen den verschiedenen Nationen zu schaffen. Die Grundidee ist, dass eine enge Verbindung zwischen Völkern und Ländern einen nächsten Krieg unwahrscheinlicher macht. Auf welche Weise soll ihre Stadt internationale Brücken bauen? Sportliche Unternehmen sollen länderübergreifend kooperieren. Die Arbeiterklasse hält einen Bonus aufs soziale Leben. Man sollte Austauschprogramme für Schüler und Studenten einführen. Das würde jetzt das Austauschprogramm zur Wahl stellen. Die Teilnahme an einem internationalen Austauschprogramm bedeutet für die Schulen eine Chance, ihre Schüler ins Ausland zu entsenden, damit sie dort mehr über die Welt erfahren. Die Förderung der Austauschmöglichkeiten hilft Schülern, mehr Verständnis für verschiedene Kulturen und Phänomene zu entwickeln und ein erfülltes Leben zu leben. Ja gut, das werden wir sowieso in Aussicht stellen, würde ich sagen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Oder gemeinnützige Organisationen sollten diese Aufgabe übernehmen. Die Mittelschicht erhält einen Bonus auf das soziale Leben. Oh. Also ich würde sagen, den machen wir ja sowieso und da ist die Unterstützung auch relativ gut da bei den Parteien. Dann können wir ja Arbeiterklasse oder Mittelklasse. Und ich sage, wir machen jetzt mal die gemeinnützigen Organisationen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das besser zu Bruna passt. In Ordnung. Wieder die hohe Sicherheit in Hackthorn. Das machen wir so wie immer. Das gibt Prestige und Optimismus, glaube ich. Und dann gehen wir in den Stadtrat. Verordnungen. Neue Verordnung. Das Austauschprogramm vorschlagen. Genau, also da brauchen wir halt den Bonus da von erhöhter Zustimmung natürlich nicht. Ja, und das ist ein bisschen schade, dass das nicht so ankommt. Da würde ich dann wirklich auf die Wahlen warten. Vielleicht bringt uns das was. Und wir haben eine Unterstützung von plus 4. Das ist gut. Ich bin mal gespannt, wie lange jetzt diese Epoche noch geht, bis ins welches Jahr uns das Spiel noch bringt.
Bürgermeisterwahl rückt näher. Einige sind besser als andere. Neue Partei behauptet, Anhänger in ganz Barelia. Achso, das haben wir schon. UdSSR fällt. Oh, verdammt. Kommt vielleicht nochmal wieder. Entschuldigung. UdSSR hatten wir so oft. Ja, hatten wir bestimmt schon. Aber hatten wir noch nicht. Das ist Wahnsinn, wie viele Industriegebiete wir hier haben. Meine Güte. Oh ja, und das sieht jetzt wieder richtig gut aus. Ich würde nochmal eben kurz schauen, wie das denn... Ja, das läuft. Das läuft alles. Derzeit wieder wenig zu tun. Hier sind wir überall auf 9 durch die ganzen Verordnungen, die wir noch kriegen. Kommen wir da bestimmt auch noch so auf 10, ohne noch groß was bauen zu müssen. So, Austauschprogramm, Abstimmung beginnen. Oh ja, und ich wollte doch noch Institutionen upgraden. War es jetzt hier schon? Ist auf jeden Fall angenommen worden. Und dann gucken wir nochmal eben, ob wir hier noch Institutions-Upgrades haben. Rathaus. Nein. Wir hier noch einige hingemacht. Genau, das Gericht können wir upgraden. Das kostet 10 Millionen. 10 Millionen! Was bringt uns das? Mehr Sicherheit. Und nochmal persönliches Wachstum. So, was haben wir hier? Zentralkrankenhaus können wir nicht upgraden. Universität konnten wir, glaube ich, upgraden. Genau, das kostet... 5.000, das ist ja nix. Und wir verdoppeln damit mal eben... Ne, 5 Millionen, ups. 5 Millionen. Ja, können wir machen. Und wir verdoppeln da mal auch eben unsere Denkleistung mit. Das ist eine super Sache. Den Funkturm können wir nicht upgraden. Ich glaube, das waren dann auch die Sachen, die wir upgraden konnten. Elektrizitätswerke. Oh, ne, das können wir auch noch upgraden. Das ist gut für die Industrieunternehmen. Oha, jetzt haben wir gleich unsere Reserve aufgebraucht. Ich sehe da schon, hier oben ist noch was. Das Messezentrum können wir nicht upgraden. Kläranlage können wir auch nicht. Ja, gut. Achso, dann haben wir hier noch den Hafen. Und den Bahnhof. Den können wir upgraden. 2,5 Millionen. Effizienzbonus für alle Industrieunternehmen kommt dazu und auch wieder persönliches Wachstum. So. Das wird jetzt teuer. Oh. Svarelia macht den Superstar. Ein Star der ungemein beliebten Fernsehshow Svarelia sucht den Superstar ist zu Besuch in Neu-Dublin. Was tun sie? Svarelia sucht wen? Es interessiert sie nicht einmal, was das ist. Sie laden den Star auf einen Drink ein. Dank ihrer Kontakte erhalten sie sicherlich ihre Nummer. Das ist eine große Chance für positive Publicity. Ach komm, wir laden den Star ein. Das Treffen mit dem Star hat ihnen sehr viel Spaß gemacht und sie haben ein Selfie von ihnen beiden in den sozialen Medien veröffentlicht. Ach Gott, nee. Es hat vielen Leuten gut gefallen. Es gibt Prestige und Bonus auf die Dienstleistung Spaß bei der Jugend plus 3. So, ich habe ein bisschen die Zeit vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dann hier durch die Nachkriegszeit oder durch ja, ein Europa der Wiedervereinigung kämpfen mit Bruna. Bis dann.